finde ich das ja doch schön, dass du immer diese kreisförmigen Bewegungen machst. Vielleicht könnten wir ja da mal was probieren. Wie komme ich hier weg? Und es war furchtbar. Ich habe echt darunter gelitten. Ich habe wirklich wahnsinnig darunter gelitten. Ja? Also wenn jemand wirklich Ja zu mir sagte, war sofort mein Interesse weg. Also wir sind ja unter uns gut, darf ruhig aufgenommen werden, habe ich schon öfter erzählt. Ich hatte so ja etwas, ich nenne das postkoitale Amnesie. Ich war total scharf auf jemanden, total scharf. Und irgendwie probiert, damals gab es ja noch keine Handys, nichts, irgendwie jede Nacht 5 Eilbriefe im Nachtbriefkasten am Bahnhof Zoo aufgegeben, dass die auch morgens da waren, Gedichte geschrieben, Lieder gesungen, alles. Und dann hat mich besagte Dame das erstmal mit nach Hause genommen und es war auch noch alles klasse. Und dann bin ich danach irgendwie ein bisschen eingeschlafen und dann wache ich auf und ich denke, wer ist es? Wie komme ich hierher? Und die entscheidende Frage, wie komme ich hier wieder weg? Und ich habe darunter gelitten. Ich weiß, dass ich irgendwann mal Tuberkulinum gekriegt habe. Und es war eine meiner größten Heilerlebnisse. Und ich bin aufgewacht. Ich habe die Frau angeguckt und ich habe gemerkt, ich liebe sie noch. Ich habe Beziehungsenden hingelegt, für die ich mich immer noch wahnsinnig schäme. Weil Tuberkulinum ist für furchtbare Beziehungsenden. Du, entschuldige, ich glaube, ich habe mich irgendwie geirrt. Ich glaube, ich habe dich mit meiner Mutter verwechselt. Ich muss jetzt mal verreisen. Tuberkulinum muss immer verreisen. Und dann waren die natürlich sauer, mit Recht. Ey, gestern Abend erzählst du mir noch, ich soll Mutter deiner 14 Kinder werden. Und du hattest noch nie so eine tolle Frau wie mich. Und jetzt heute Morgen hast du irgendwie Migräne, Prostataschmerzen und musst verreisen? Bist du bescheuert? Und dann habe ich mich irgendwie vom Acker gemacht. Und nach 2 Tagen, scheiße. Ey Mann, die hat ja geküsst wie keine andere. Ey. Entschuldigungsbrief geschrieben, leck mich am Arsch, du bist ja pervers, lass dich nicht mehr blicken. Alle Stunden einen Brief geschrieben. Und nach dem 75. Brief, na gut, du darfst mal wieder vorbeikommen. Besonders Kajal geschminkt, besonders Patchouli, besonders Kettchen, hüftlange Haare, besonders gekämmt, leichte Welle reingemacht, ja. Wieder hin, Indienhemdchen angehabt. Ach na ja, wahrscheinlich liegt es ja nur an deiner Mutterbeziehung, wir probieren es nochmal. Schön. Und es war alles ehrlich, ich habe nicht gelogen, ich habe das alles so gefühlt. Nächsten Morgen aufgewacht. Schrecklich, schäme ich mich dafür, aber das war meine Tuberkulinumkrankheit. Ich habe später mal einer Schülerin von mir Tuberkulinum gegeben, die immer an solche Männer gekommen ist. Immer, immer. Die hatte 30 Beziehungen in 10 Jahren und es waren immer solche Männer. Heute würde man sie Vampire nennen. Ich muss auch sagen, ich liebe Vampire. Ich bin extra nach Forks gefahren, um mich beißen zu lassen. Ich hatte ein Schild, I come from Germany and I want to be a vampire. Please bit me. Bin durch Forks gerannt. Den ganzen Tag scheinte leider die Sonne. Kein Mitglied der Familie Cullen auf der Straße. Ich hätte es geliebt. Ich bin so ein Anhänger vom Vampiren. Ich liebe es. Ich würde so gerne ein Vampir sein. Die haben das so einfach, ja. Das müssen wir mal erforschen. Myotis myotis. Die großohrige Fledermaus. Ganz wunderschön. Myotis myotis. Weil Vampire, die brauchen nicht schlafen, Tuberkulinum schläft fast überhaupt nicht. Die brauchen nicht essen, Tuberkulinum hasst Essen, außer Salami. Die haben keinen Herzschlag mehr, Tuberkulinum ist relativ herzlos, also keine Obsession. Ziemlich cool. Und die sind so schnell. Ich bin ja nun so langsam.
und die können Bäume hochrennen und über Häuser springen. Ich habe mir extra zur Vorbereitung für unseren Unterricht nochmal die letzten beiden Folgen Twilight reingezogen. Ja. Herrlich, 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 herrlich. Und die Quileute, die ich auch besucht habe, als ich bin dann zu den Quileute und habe gesagt, Kinder, ihr seid doch die mit den Werwölfen. Kennt ihr nicht noch irgendjemand von den Cullens? Kannten auch keinen. Ich war 3 Wochen in den Wäldern, wo der Film spielt, habe keinen gefunden, der mich verwandeln wollte. So schön, kein Fahrstuhl mehr, ein Sprung bin ich auf der Terrasse. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ewig schön. Tuberculino möchte einfach ewig schön sein. Phosphor im Quadrat, Phosphor, der Verlangen nach ewiger Schönheit. Und es ist bei Tuberculinum nochmal. Und Tuberculinum hat diese morbide Schönheit. Da ich mich ja damals primär von Cannabis und LSD ernährt habe, war ich auch sehr blass, sehr dünn, sehr, sehr filigran. Habe damals 68 Kilo gewogen, heute wiege ich 115. Aber wenn ich jetzt von ihm den Trick kriege, wiege ich ja bald wieder 70. Ja, Tuberculinum. Und das ist zum Glück zu 99% geheilt. Ich habe gestern einem Freund von mir erzählt, ich war noch nie so glücklich, noch nie so in der Fülle und noch nie so zufrieden wie gerade. Und das Leitsymptom von Tuberculinum ist unzufrieden mit sich selbst und anderen. Er ist immer unzufrieden. Er jagt hinter den tollsten Sachen der Welt her. Ich will das Rennrad, ich will die Frau, ich will die Art von Sex, ich will das Auto, ich will die Wohnung. Und in dem Moment, wo er sie hat, uninteressant. Uninteressant. Meine Therapeutin sagte mal zu mir, sie kennt keinen Menschen, der so süchtig ist, sehnsüchtig zu sein. Das ist zum Glück alles viel, viel besser geworden. Ich würde mal sagen 80%. Ich kann im Augenblick sehr glücklich sein mit dem, was ist. Ich kann sehr glücklich sein im Hier und Jetzt. Das war noch vor 15 Jahren, ach, vor 10 Jahren war das noch unvorstellbar. Da, wo alles war, wie ich es wollte, musste ich weg. Es gibt ein wunderbares Lied von Hannes Wader. Bin ich hier, muss ich fort. Tuberculinum. Hochgradig. Besonders schön hier von Schmalzstimme Poisel. Das Lied gibt es auch von Schmalzstimme Poisel. Ja, der nuschelt es noch so schön. Bin ich hier, muss ich fort. Also wenn ihr Patienten habt, unzufrieden mit sich und anderen, mit einem Flüchtlingshintergrund, in einer Familie viele Flieger, viele Luftschiffer, heute heißt es, ich bin in 5 Jahren 7-mal umgezogen. Tuberculinum. Umzüge. Immer unterwegs. Und das, muss ich ehrlich sagen, das ist noch überhaupt nicht geheilt worden. Ich liebe Reisen. Ich liebe Reisen. Ich bin zum Beispiel einer der ganz wenigen Menschen, ich brauche keine Wohnung. Ich brauche keine Wohnung. Ich kann auf Wohnzimmer-Sofa schlafen. Reicht mir. Reicht mir. Reicht mir. Ich habe so eine Tasche, da ist alles so drin und da ziehe ich mit rum. Ich liebe das. Ich liebe es, nachts durch leere Städte zu fahren und irgendwie dabei Nights in White Satins zu hören. Ja? Tuberculinum liebt es, auf der Seite verlorener Dinge zu stehen. Ich wollte ja mal Historie studieren und mich haben immer die Kriege interessiert, die von den Leuten, die ich toll fand, verloren wurden. Mich haben immer Verlierer interessiert, immer. Ich war immer für die Schotten, ich war immer für die Iren, ich war immer für die Südstaatler, ich war immer
für die Indianer. Ich war immer für die, die verloren haben. Sieger haben mich nie interessiert. Das Aphrodisierende des Untergangs. Einer der schönsten Tuberculinum-Filme, vom Winde verweht. Gone with the Wind. Tuberculinum liebt Wind. Also es gibt ein paar Sachen, die hasse ich richtig. Die hasse ich richtig. Das sind Sicherheitsgurte. Ich hasse Sicherheitsgurte. Und wenn es um mich so teuer wäre, ich würde nie einen Sicherheitsgurt auf anlegen. Ich hasse zum Beispiel Helme beim Fahrradfahren. Helme. Uah! Die Griechen hassen Helme genauso wie ich. Die haben den Helm immer an der Lenkstange. Haben auch in ganz Europa die höchste Rate an Hirntoten durch Autounfälle. Aber einen Griechen dazu zu bringen, einen Helm zu tragen, ist fast so schlimm, wie einen Berliner dazu zu bewegen, sich, weiß ich was, ein Hula-Röckchen anzuziehen. Ja, also Sehnsucht, Sehnsucht, Sehnsucht. Wenn ihr euch eins mitnehmt von diesem Wochenende, ist es die Sehnsucht. Und immer wieder voller widersprüchliche Gefühle. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich will dich, ich will dich. Und wenn du dann sagst, ja, jetzt endlich, weg. Ich konnte Frauen erzählen, was sie alles in meinem Leben werden sollten. Und ich habe das in dem Moment alles geglaubt. Tuberculinum ist nicht in der Rubrik Lücht. Tuberculinum lücht zwar, aber ähnlich wie Phosphor glaubt er seine Lüge. Und in diesen Beziehungsenden ist Tuberculinum boshaft. Ja, warum musst du mich denn jetzt verlassen? Ja, ich muss dir ehrlich sagen, du hast Ohrgeruch. Furchtbar, furchtbar. Tuberkulinische Frauen können ihre Männer in den Tod treiben, indem sie einfach nach 15 Jahren Ehe sagen, ich muss dir mal was sagen, der Sex mit dir war immer scheiße. Deinen Schwanz habe ich immer kaum gespürt. Und gekommen bin ich nicht einmal, ich habe dich immer gefaked. Und wenn der Typ halbwegs narzisstisch ist, springt er danach aus dem Fenster. Ist er weg. Boshaft. Bei Kindern findet man es ganz oft, dass sie das Liebste der Mutter zerstören. Sie wissen, was ist das Liebste der Mutter, und da gehen sie hin und machen es kaputt. Machen es kaputt. Leicht beleidigt, nimmt alles übel. Reizbar, besonders morgens beim Erwachen. Und große Furcht vor Tieren, besonders vor Katzen. Tuberculinum ist das wichtigste Mittel für Katzenhaarallergie. Tuberculinum hat das Gefühl, das Leben ist kurz. Ich weiß noch, wenn meine Mutter zu mir immer sagte, mit 18, Junge, du rauchst 60 Reval. Junge, du gehst immer in irgendwelche Clubs, wo ihr da dieses Zeug nehmt, wo ihr dann irgendwie Lieder sehen könnt und so. Junge, so wirst du doch nicht älter. Dann habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, traue niemand über 30. Ich werde sowieso nicht älter wie